Moin Moin, du kleiner Racker, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Y. Ich habe in der Zwischenzeit ein paar Sachen geändert, und zwar haben wir jetzt Ultarn und Luca mit dem Team. Ja, wir hatten ja einen Quapuzzi und wir hatten einen Georock gefangen. Das ist jetzt ein Geowatz und Quapuzzi ist jetzt ein Quaxo. Und das finde ich ziemlich nice, weil ich hatte ja die Wahl zwischen Quappo und Quaxo, aber wir haben schon so viele physische Angreifer. Deswegen dachte ich mir, macht Quaxo einfach mehr Sinn. Und hat jetzt noch nicht den besten Movepool und so weiter. Kriegt es wahrscheinlich auch nicht, aber das ist schon okay. Ja, Geowatz und Quaxo. Das sind jetzt unsere beiden neuen Begleiter. Leider auch noch einen gesenkten Spezialangriff, na klar. Ist natürlich super, hätte ich vielleicht vorher mal gucken können, aber... Ja, okay. Ja. Der Angriff ist aber, der ballert. Auf jeden Fall haben wir hier noch Robustheit, was halt stark ist. Feuchtigkeit ist gegen die nächsten Finale und Explosion auch super. Ja. Dann gucken wir mal, was wir hier noch finden können. Ich bin gespannt, eine Eisentafel auf jeden Fall. Wundert euch nicht, ich esse einen Hustenbonbon nebenbei. Damit es nicht, nicht immer so ätzend ist. Okay, sehr düstere Musik auf jeden Fall. Gegen diesen Bauarbeiter würde ich auch gerne einfach mal Luca einsetzen. Denn das könnte ganz gute Chancen haben. So, schauen wir mal. Wobei du auch Elektro-Pokémon haben könntest. Du könntest Voltwechsel können, aber das wird mich nicht killen, im Leben nicht, weil die Spezialverteidigung von Quaxo ist echt stark. Und wir haben hier theoretisch sogar einen Lehmschuss, der vierfach effektiv ist. Du könntest probieren, ob der viel Schaden macht. Ich glaube fast nicht. Na, es geht. Und senkt die Initiative. Steinkante kommt, okay. Aber unsere Verteidigung ist auch gut. Ja, guck mal. Macht der Surfer mehr Schaden? Das waren jetzt so, ich sag mal, 40%. Na, macht ein bisschen mehr. Na, die Steinkante hätte er auch mal missen können. Das wäre super gewesen. Gibt's halt noch einen Surfer ins Gesicht. Passt. Und ja. Supidupi. Einen Kingstein haben wir jetzt natürlich nicht mehr. Weil den muss ich natürlich für die Entwicklung opfern. Aber das ist okay für mich. Dafür haben wir noch einen Wasserstein, der nichts bringt. Haben wir hier nicht... Doch, wir hatten da noch ganz viele Tränke hier. Super Tränke. Die reichen ja für den Zeitpunkt noch. Für die KP einfach Übeltal hat es. Unfassbar. Okay. Du bist, warte mal, dich kenne ich doch. Wenn du nicht mindestens so stark wie der Champ bist, ist das hier zu gefährlich für dich. Na danke. Bin ich auf den ganzen verdammten Weg für den Arsch gelaufen. Ich hasse dich. Gut, dann gibt es eben Fluchtsaal. Ich dachte, wir können Seirat fangen, aber anscheinend dürfen wir das noch nicht. Ist natürlich ein bisschen sad, aber machst du halt auch nichts. Hier ist ein Wanderer. Komm. Nehmen wir den mit. Flunschschlag ist ja ungünstig. Wird uns auch nicht one-shotten, aber ist natürlich ungünstig, ne? Er kann auch Wasserattacken können. Ich habe ein bisschen Angst, da jetzt einfach in Dings reinzugehen. Elektroattacken können wir halt komplett aufheben, aber da kann auch Erdkräfte, das wird wehtun. Blöd. Wird jetzt nicht auf Erdkräfte gehen. Er wird auf eine Elektroattacke gehen bestimmt, oder? Oder auf irgendwas Ätzendes. Und wir haben jetzt nur die Robustheit. So, guten Tag. Vergeltung. Okay, Kampfmove. Interessant. Ja, viel Schaden war das jetzt nicht. Ich gehe auf den Erdbeben. Bin sogar schneller als Flunschschlag. Wow. Wir haben eine Minus Init Geowatz, Alter. Schneller als Flunschschlag. RIP. Einfach nur RIP. So, schön. Danke. Wir konnten uns nochmal stabilisieren, teamtechnisch. Das ist natürlich immer noch nicht das Nonplusultra, was wir hier haben, aber das geht schon. So, naja, wo müssen wir denn jetzt lang? Hier? Einfach über die Schienen, weil da geht's noch rein und da geht's hin und überall geht's irgendwie hin. Super. Nein? What the fuck? Gut, dann müssen wir wahrscheinlich hier unten lang. Ah, Blumenbeet, geil. Feier ich. Oh, und Mosaia. Da sind wir. Dann erstmal ins Pokémon Center hüpfen.
Ist jetzt nicht so krass hier, aber haben jetzt nicht so viel KP verloren. Aber safe. Ist safe. Allein wegen der Robustheit, die wiederherzustellen ist schon. Und die AP natürlich auch. So, du siehst doch sehr vertrauenswürdig aus. Wenn es eine Maschine gäbe, die man in einen Pokémon verwandeln könnte. Das gab es doch schon mal in Kanto, hat das doch schon jemand erfunden, du Troll. So, irgendwo soll hier Platan sein, der uns erwartet. Vielleicht hier oben. Das ist ja interessant hier im Bahnhof. Und da liegt ein Sonderbonbon. Krass. Absolut krank. Da geht's nicht weiter. Okay. Müssen wir irgendwo hin surfen? Nee, oder? Hier geht's nicht weiter. Hier geht's weiter. Ah, hallo. Na, hi. Ich muss mich für Flordelis entschuldigen. Was er getan hat, ist wirklich unverzeihlich. Ich wollte dir außerdem noch von Herzen danken. Im Namen all der Pokémon und all der Menschen auf dieser Welt, deren Leben du gerettet hast. Da du Team Flair aufhalten konntest, hast du auch Flordelis gerettet. Ich wusste, dass er davon träumte, eine Welt der Schönheit zu kreieren. Vielleicht gibt es eines Tages her wirklich so viele Pokémon und Menschen, dass die Welt, die sie beherbergt, in ihre Grenzen stößt. Wenn in einer solchen Welt auch nur ein paar ihrer Bewohner von Gier getrieben werden, bleibt für andere wenig übrig. Dies würde irgendwann so weit führen, dass alle Rohstoffe aufgebraucht werden. Und zwar bis zu einem Punkt, an dem man nicht mal mehr etwas stehlen könnte. Ich hatte gehofft, Flordelis würde sein Ego hinten anstellen und die Welt in eine Zukunft führen, in der wir uns alle gegenseitig dazu antreiben, neue zivilisatorische Höhen zu erreichen. Ich habe jedoch nie mit ihm darüber geredet, weswegen ich wohl auch zum Teil für die ganze Situation verantwortlich bin. Aber genug davon. Blocky, ich möchte, dass du und dein Team jetzt mit allem, was ihr auf eurer langen Reise gelernt habt, gegen mich angeht. Okay. Was hast du so? Dieser Floor erstmal. Jetzt nicht so günstig. Ist das mega, dieser Floor? Muss ich Angst haben? Ich glaube nicht. Ich gehe mal auf Wailuka. Und ich denke, sollte Bisaflor nicht krass viel machen können, oder? Blattertanz kommt, ja, das ist schon ein starker Move. Dies, das, aber nicht stark genug. Unheil schwingen, let's go! Wird das One-Shotten? Ne. Insane. Bisaflor ist einfach nur insane. Blattertanz, let's go! Finster auch. Sollte killen jetzt. Perfekt. Das war's mit Bisa-Schmisa. So, was kommen die jetzt? Level 53. Nochmal guter. Oh ja, noch. Ja, doch. Nehme ich. Turtok kommt. Ja. Da Wasser-Pokémon sind immer noch am schwierigsten zu handeln. Aktuell. Aber ich sehe keinen Grund, nicht drin zu bleiben und einfach die Unheilschwingung zu drücken, ehrlich gesagt. Außer es kommt jetzt ein Eisstrahl. Was ich aber fast nicht glauben kann. Oh, das macht nicht so viel Schaden. Schädelwumme. Alter Bruder, ich wollte doch gerade... Schädelwumme. Ja, das macht doch keinen Schaden gegen zum Beispiel Kaitos. Wobei dann... ich glaube, ich bleib einfach drin. Und versuche ihn zu flinchen. Vielleicht ist das die beste Möglichkeit aktuell einfach. Oh. Okay. Interessant. Und Glurak. Ja, ich gehe nochmal auf die Fensteraura einfach schnell. Flammenwurf könnte schon Schaden machen. Nö. Junge, wie viel Schaden das macht. Insane. Und Funkenflug, ja. Warum nicht weiter Flammenwurf? What the fuck? Wobei das genauso viel Schaden gemacht hat, oder? What the fuck ist los hier? Mit den Moves stimmt doch was nicht, Alter. Da stimmt doch irgendwas nicht. Wo hast du eigentlich noch ein Bisaflor her, Alter? Ich hab doch Bisasam gekriegt. Das ist der hier merkwürdig. Ich kann wirklich nur staunen, wie stark du doch geworden bist. Man spürt, wie sehr du deine Pokémon liebst und wie viel Vertrauen du ihnen entgegenbringst. Blocky,
Ich habe in dieser Stadt einen Schatz versteckt. Wenn du willst, kannst du danach suchen. Mit dem auch sei, ich muss dann wieder los. Ich bereite nämlich gerade eine Überraschung für euch vor. Immerhin habt ihr euch tapfer Team Flair gestellt und ganz Carlos vor dem Untergang bewahrt. Stimmt. Wie wir es drauf haben, auch einfach. Unfassbar. Tipps für Trainer. Krass. Er hat hier irgendwo einen Schatz versteckt. Das ist ja interessant. Kann halt sein, dass hier hinten, wenn man Kaskade... Braucht man da nicht sogar Kaskade für? 300 pro Flasche für ein Tafelwasser? Leck mich. Das ist ja Wucher. Wir können hier auf jeden Fall ein Pokémon angeln, ne? Wir können hier definitiv ein Pokémon angeln. Also ich denke mal, dass man hier irgendwo angeln kann, oder? Obwohl. Man kann aber irgendwo hier surfen. Da bin ich mir sicher. Man muss ja an die Kaskadestelle da hinten rankommen irgendwie. Aber ich weiß gar nicht mehr wie. Geht das von hier hinten aus? Muss man hier irgendwie... Ne, hier geht's noch nicht. Und hier runter kommt man auch nicht. Ah, hier. Möchte ich Surfer oder möchte ich angeln? Ich glaube, ich angel einfach, oder? Weil... Ja, was soll's. Super Angel, let's go. Mal gucken, was hier so anbeißt. Kaskade haben wir natürlich noch nicht. Was halt blöd ist. Es beißt einfach nichts an. Nicht Pokémon, Mann. Naja. Das war dann unser Encounter für Mosaya. Ich weiß nicht, was es hier geben kann, ehrlich gesagt. Vielleicht gar nichts? Oh doch. Du hast zu spät... Was? Erzähl mir kein Ei, Alter. What the fuck? Okay. Ich habe genauso schnell gedrückt wie vorhin. Aber ist okay. Es gibt Barschuft hier. Ja, Barschuft ist halt... Ist halt Barschuft. Ist halt Barschuft. Aber gut, ist unser Encounter. Ich fange ihn trotzdem. Sicher ist sicher. Vielleicht werden wir ihn brauchen irgendwann. Es kommt ja noch ein bisschen was. Er bleibt natürlich nicht drin. Warum auch? Risikotackle kommt. Boah, aber meine Def ist soweit ganz gut, denke ich. Ja. Ich glaube, meine Def ist ganz gut. So, gehen wir auf Schallwelle. Body Slam ist eine gute Idee. Weil wegen Para und so. Wobei er sich selbst umbringt langsam. Ich hoffe, wir kriegen die Para instant. Crit und Para. Die Crawa. Die Crawa. Wer kennt sie nicht? Bälle. Wiederball macht keinen Sinn, aber wir könnten hier zum Beispiel... Mal Tauchball ist schon für im Wasserleben. Ja, nehmen wir einen Tauchball, komm. Flups. Ist ein schöner Ball. Gefällt mir gut. Nice. So. Was haben wir denn hier noch? Spitznamenstechnisch meine ich natürlich. Viele sind es nicht mehr. Rot gestreift oder blau gestreifte Exemplare sind sich feindlich gesonnen. Doch ist jeder Schwarm bunt gemischt. Okay, das ist ja interessant. Ja, einen Spitznamen möchte ich ihm geben und zwar ganz in Caps Xerxa. Xerxa. Okay. Dann haben wir jetzt Xerxa auf der Box. Barschuft. Ist nicht das coolste Mon. Oder das Mon, was uns hier am weitesten bringen wird, vermute ich. Aber ist schon in Ordnung. So, und wir kommen direkt auf die nächste Route. Nämlich Route 19. Da liegt eine TM. Was? Und hier gibt es halt so Blumenfelder. Und es gibt hier so eine Alle. Gucken wir mal, was die so drauf hat. Eine alte Hexe. Mit Irbis. Ja, Irbis ist auch schon der Ungewisse hier einfach. Aber hätte man sich fast denken können, wa? Da würde ich aber sehr gern rausgehen. Oh, du bist sehr angeschlagen. Ist natürlich nicht so schön jetzt. Aber ich gehe mal auf Hans Helber. Leitheiler, okay.
Wow. Dann kann ich auf den Knirscher gehen. Das ist cool. Wenn jetzt wieder ein Leithaler kommt, ist natürlich ein bisschen blöd, aber es stirbt einfach okay. Ich habe nichts gesagt. Alles gut. Und Level 50 für Hans selber. Oh, du warst doch gerade Level 50. Krass. Noch ein Irbis. Ja, ich denke, ist okay. Mit dem Schnüffler. Ich drücke meinen Knirscher einfach. Nice. Ripp. Gut, dann haben wir die besiegt. Ich weiß halt nicht, wo ich hier einen Pokémon fangen will. Ob es hier irgendwas Geiles gibt. Ich weiß nicht. Nein, ich will keinen Himmelskampf, Mann. Himmelarschenzwirn oder so. Ja, komm. Blumfeld, let's go. Wir holen uns ein Pokémon. Und es ist ein verdammtes Whiskarle. Okay. Okay. Mag ich ganz gern, glaube ich. Ja, doch. Ist auch eher ein defensives, aber das kann man auch offensiv durchaus spielen. Das passt schon. Hat überhaupt keinen Bock drin zu bleiben. Nice. Drachenpuls. Macht wie viel Schaden? Nicht so viel. Okay. Ich gehe mal auf eine Body Slam, ja. Weil die Para-Chance ist da. Lehmbrühe. Ja, das ist okay für mich. Wobei ich jetzt langsam rauswechseln sollte, maybe. Ich weiß gar nicht, wo rein. Hans Helver. Du kannst aber nicht mehr schwächen, glaube ich. Doch. Doch, du hast einen Surfer, ne? Damit können wir es schwächen. Dreckshusten. Ich hasse dich. Dich und deine Sippe. Wow, das macht mehr Schaden als erwartet tatsächlich. Surfer. Ja, das macht nicht viel Schaden. Da kommt nochmal eine Lehmbrühe. Die ist fein. Senkt meine Genauigkeit, was nicht so cool ist. Dann gehe ich jetzt auf Kokorotto. Und versuche jetzt mit Bällen dieses Pokémon zu fangen. Und ich hoffe, das klappt auch. Wieso bist du auch noch Level 47? Krass. Das ist ja nicht so krass. Tatsächlich. So, Beutel. Bälle. Hyperball. Ja, 90 Hyperbälle. Sollte möglich sein, das Ding zu fangen. Hoffe ich. 1, 2, 3. Oi, wir haben es gefangen. Alter. Dash nice. So, Pokédex Eintrag wurde angelegt. Sehr schön. Hier, was gibt's? Seine vier Fühler fungieren als hochleistungsfähiges Radarsystem. Es setzt sie anstelle von Nase und Ohren zur Wahrnehmung von Gerüchen und Geräuschen ein. Krass. Ja, Spitznamen möchte ich geben. Und zwar haben wir hier den Ultra Saiyan. Ultra. Saiyan. Der Ultra Saiyan. Okay. Wurde auf die Box geschickt. Ist ein Mon, was definitiv eine Überlegung wert ist mitzunehmen. Weil es einfach super stark ist. Aber wir haben aktuell ja einfach schon Drachenmon. Deswegen es vielleicht nicht so clever wäre insgesamt. Aber ja. Hat auf jeden Fall auch ganz gut Druck gemacht, ne? Witzigerweise. Die kleine Mistsau. Aber ich halte einfach mal alles hoch. Dann passt das schon. Und geht es? Ist das hier der offizielle Weg oder war der andere der? Da unten gab es halt eine TM, Alter. Und weiß nicht, ich mag TM. Wenn du fliebest, hätte es hier auch noch gegeben. Ja, ein Pflanzenmon wäre auch nicht verkehrt gewesen. Aber ich glaube, mit dem Drachenmon wären wir gegen Wasser schon ganz gut aufgestellt. Aber wir haben ja auch einen Wassermon. Damit sind wir gegen Wasser auch ganz gut aufgestellt. Ich weiß, was folgt. Ach, Batman! Batman! Die Nervsägen kommen wieder. Du weißt bestimmt schon, was jetzt kommt, oder? Ja. Klar weißt du das. Wir kämpfen jetzt natürlich. Schließlich sind wir Pokémon-Trainer. Hahaha. Du bist ein Scheiß, Alter. Hm.
Enekoro. Hast du Normalisierung als Fähigkeit? Keine Ahnung. Ich drück mal Schallwelle. Ach, boah, warum drücke ich Schallwelle? Der Surfer wäre halt tausendmal besser gewesen. Okay. Knuddler. Uff. Angriff sinkt. Knuddler kann den Angriff sinken? Insane. Immer wieder Sachen, die man hier lernt. Ja, Surfer macht halt viel mehr Schaden. Krass. So, nochmal Knuddler, das ist okay. Nochmal Surfer. Ich hoffe, du bist damit einverstanden. Dankeschön. Jetzt mach dich ab hier, Alter. Aber ganz schnell. Priegaron. Pflanzen, Mann. Okay. Gar nicht so günstig. Aber wir haben ja... Ah, doch, es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Kommen jetzt die Samenbomben, Eosamen, sowas in die Richtung. Oder eine Kampfattacke. Samenbomben, okay. Ich glaube, damit kann ich durchaus leben. Und gehe jetzt einfach auf die Unheilschwingen. Schutzstacheln. Stall nicht meine AP, Alter. Ganz ehrlich. Jetzt hättest du rauswechseln müssen. Weißt du? Weil du es jetzt rauswechseln müssen. Etwas, was die Flugattacke resisten kann. Aber das checkst du nicht, ne? Weil du zu dumm bist, Alter. Du bist kein richtiger Trainer, Junge. Du bist gar nichts. Wow, das ist insane. Dass das Ding jetzt hier kommt, hätte ich nicht gedacht. Ich gehe auf Fliegen, denke ich. Weil physische Verteidigung ist nicht so krass. Drachenpuls kommt nur, in Anführungsstrichen. Ja, passt. Drachenpuls macht auch nicht so krass viel. Let's fly again. Und let's sterb jetzt endlich, Alter. Bruch. Träumchen. Das haben wir auch geknallt. Level 54. Einfach ein Traum. Das war's schon. Krass. Du hast 3 Pokémon. Kannst stolz sein. Nicht schlecht. Irgendwie muss ich gerade an unseren Kampf damals in Aquarellia denken. Das war das erste Mal, dass wir uns einen Pokémon-Kampf geliefert haben. Hallo Batman, heiß einer. Ach, die beiden auch noch. Die fehlen natürlich. Stören wir gerade? Ja. Nein, überhaupt nicht. Was führt euch beide hierher? Dasselbe wie dich, Sana. Wie war seine Stimme eigentlich? Als uns der Professor von Batman berichtet hat, haben wir alles stehen und liegen lassen und sind gekommen, so schnell wir konnten. Batman, entschuldige, dass ich dich damit so überfalle, aber wie wär's mit einem Pokémon-Kampf? Alter, heilt ihr mich wenigstens zwischendrin? Wenigstens so ein bisschen? Fiaro ist einfach viel zu OP. In dieser Gen. Die heilen mich halt nicht mal. Das ist unfassbar. Du stirbst nicht mal davon, das ist ja genauso unfassbar. Schicke ich dich in der Akrobatik? Ja, ich schicke dich in die Akrobatik rein. Komm. Safe ist safe. Safe ist safe. Hello. Acrobatic. Macht nicht so viel Schaden, Bruder. Drachenglaue, let's go. Kannst du nur Akrobatik? Crit, wow, danke. Natürlich hast du Flammenkörper, ich hätte es wissen müssen. Warum sollte dich auch jemand mit Orkanschwingen spielen? Verbrennung. Ach Mann. Die ist doch ärgerlich jetzt, die Verbrennung. Roserade? Ich meine, ich kann jetzt eh nichts dagegen machen, aber... Roserade? Ausgerechnet? Okay. Dann ist es wieder Zeit für unseren Boy, Wailuka! Blattertanz, let's go! Macht fast sowas wie Schaden. Unheilschwing, let's go! Wird das schon reichen? Speziell defensiv ist es stark. Ja, okay, es reicht. Dann bin ich wieder vollgeheilt. Easy. Viel zu easy. Level 52 für Kaitos, stark. Und Krebutak noch. Ja. Krebutak. Ich könnte drin bleiben eigentlich, oder? Was will er machen? Unheil schwingen, let's go.
Tributak ist stark, versteht mich nicht falsch. Ich glaube nicht, dass er großartig was machen kann. Machen wir noch ein Fliegen hinterher einfach, passt. Grabhammer. Ciao, Iwawi. Oh, da ist ja jemand traurig. Da ist er aber traurig. So, kriegen wir jetzt noch einen Kampf? Na nun, Tiano fordert jemanden zum Kampf heraus. Ich glaube, ich bin im falschen Film. Durch die Erlebnisse in Gromlexia bin ich ins Grübeln gekommen. Wäre Batman nicht gewesen, hätte es sich ein für alle Mal ausgetanzt gehabt. Deshalb will ich ihn noch besser kennenlernen. Und was eignet sich besser dazu als ein Pokémon-Kampf? Ich weiß, das klingt ziemlich eigennützig, aber das ist eben meine Art, Danke zu sagen. Tiano, das ist ganz und gar nicht eigennützig. Ich finde es wunderbar, wenn Trainer wie wir einander über Kämpfe besser zu verstehen lernen, was? Aber zuallererst sollten wir deine Pokémon wieder aufpäppeln. Meine auch? Danke. Wenn wir schon mal dabei sind, will ich dich auch herausfordern. Och. Soll ich gegen alle vier kämpfen? Weil, dass ich gegen Dings kämpfen muss, da bin ich mir ganz sicher. Raichu ist auch so ein blöder Lied schon wieder. God dang. Ich glaube, Raichu kann nichts gegen Geowatz machen, aber dennoch. Blöd. Ja. Ich glaube, Dings kommt dann halt noch, ne? Die andere Snäge. Ja. Jetzt mal predicted, du Troll. Slam, okay. Let's Erdbeben! Woo! Raichu ist schon cool. Ich mag Raichu gern. Aber Raichu ist leider ein bisschen useless, deswegen. Tut mir leid. Florges. Ey, aber gegen Florges? Ah, du drückst jetzt den Pflanzen-Move. Habe ich recht oder habe ich recht? Ich glaube, ich habe recht. Da gehe ich, glaube ich, auf Kakarott. Weil wir dann mit dem Gift-Hieb halt richtig hart striken können. Aber richtig hart. Schade, dass wir keinen Stahl-Move haben. Ja. Siehst du? Wusste ich, Alter. Ich wusste es doch. Dieses dreckige Vieh. Ja, Mega-Entwicklung. Let's go. Gift-Hieb, let's go. Und Feuer frei. Lucario. Zeig mal, was du kannst. Alter. Da ist er ja schon, der Boy. So, was sagst du zum Gift-Hieb, Bruder? Hm. Nebelfeld. Ah ja. Macht natürlich Sinn. Ich sehe schon. Du hast aufgegeben. Gut. Kann Lucario jetzt durchgehen hier? Das wäre ein Träumchen. Der braucht mehr Training. Der braucht einfach mehr Training, der Boy. Ah, Aerodactyl. Oh. Ja, ich kann mit Aura Sphäre, glaube ich, ganz guten Schaden machen. Einfach Anpassung. Ich habe doch Anpassung, oder? Da wird es ja nochmal ein bisschen stärker, das Ganze. Ja doch, das ist Schaden, den ich nehme. Superschall Aerodactyl. Einfach nur RIP. Natürlich treffe ich mich selbst. Ganz klar. Mache auch noch Schaden des Todes einfach. Was stecke ich da jetzt rein am dümmsten? Ja, komm. Du solltest den Rest erledigen können. Da bin ich mir ziemlich sicher. Der gute Luca. Freier Fall. Nebelfeld ist verschwunden. Ne, ich drücke auf Schallwelle, ne? Ach ja. Noch eine Schallwelle killt. Och man, das ist so dreckig. No joke. Gut. Dann bye bye jetzt, Aerodactyl. Es reicht dann auch. Meine Güte. Du hast mich sehr unterschätzt, das stimmt. Das stimmt. Ja, du hast lernen, bla, schwach. Ihr seid nervige kleine Dreckskinder. Sanna kommt doch jetzt gleich. Heilt ihr mich jetzt wenigstens gefälligst? Bitte,
Danke. Das nehme ich natürlich auch sehr gern. Das nehme ich natürlich auch sehr gern. Auch wenn ich es noch nicht einsetzen kann, glaube ich. Also außerhalb. Aber so insgesamt ist Cascada natürlich schon ein ganz nicer Move. Aber das kann, glaube ich, keiner lernen, oder? Bestimmt. Ja, vielleicht Quaxo. Ja, Quaxo kann es lernen. Ich glaube, ich bringe es ihm auch bei, weil es hat sogar einen besseren Angriff, glaube ich, ne? Und Kaskade brauchen wir wahrscheinlich sowieso. Body Slam, Lehmschuss. Mach ich Body Slam. Mach ich die Schallwelle weg? Und Body Slam ist Stärke 85 und physisch, wie gesagt. Ja, ich mach die Schallwelle weg. Komm. Was kostet die Welt? Nicht viel, habe ich gehört. So, dann let's go. Wo sind wir denn hier? Bin ich schon da? Ja, ich glaube, ich bin da. Krass. Dann kommt die doch nicht? Sanna, ich meine, ich dachte, die kommt auch. Fractalia City. Guten Tag. Guten Tag, guten Tag, ich will mein Leben zurück. Ist das eine Eisarena? Wie ungünstig ist denn eine Eisarena, bitte? Ach, Mann. Ja, können wir schon handeln, denke ich. Können wir schon handeln. Dankeschön, Schwesterchen. Nimm. Dann brauchen wir natürlich Kakarott. Nö, weil... I mean, ne? So, was kann ich hier kaufen? TMs? Heilball? Ne, keine TMs. Gut. Dann, du hast was für mich. Nee. Auch du nicht? Okay, krass. Ja, dann würde ich sagen, nächste Folge, nächster Orden. Denke ich zumindest. Und für diese Folge war es das. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Falls es dir gefallen hat, lass gern ein Like da. Und schreib einen netten Kommentar. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und bis dahin, liebe Leute, und ciao.